Hallo, herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, zur nächsten Folge von Opas Internetempfehlung. Heute geht es wieder um etwas Meteorologisches, um das Wetter, nämlich um eine Blitzkarte. Das ist die Seite www.lightningmaps.org und die zeigt an, wo es Gewitter gibt, wo es Blitze gibt, genauer gesagt. Und das ist ja im Prinzip dasselbe. Gewitter ist in der Meteorologie dann gegeben, wenn man einen Donner hört. Und ein Donner entsteht durch einen Blitz. Aber man kann die Blitze natürlich viel weiter sehen als den Donner hören, so dass man dann, wenn man Blitze sieht und keinen Donner hört, man von Wetterleuchten spricht. Aber das ist erstmal egal. Hier sehen wir jetzt aktuell, wir haben jetzt Mitternacht gerade, Freitag, den 1.7. Nacht von Donnerstag auf Freitag, Freitag den 31.7., nicht den 1.7. Und da sieht man hier über Norditalien richtig die Gewitter, die Blitzeinschläge. Und das ist also recht schön, wenn man eine Gewitterlage hat, Gewitter nach Deutschland reinziehen, dass man sich das mal hier anschaut, wo gibt es denn jetzt Einschläge. Und man kann auch hier tatsächlich gucken, wenn man hier auf Europa geht, gibt es dann auch die Möglichkeit, ein Archiv sich anzuschauen. So, ein Archiv. Da hat man zum Beispiel jetzt hier voreingestellt, Gewitter am 29. Juli, das war vorgestern, ja, am Mittwoch, von 0:24 Stunden an. So, man kann jetzt zum Beispiel also irgendein anderes Datum nehmen, zum Beispiel den Juni, 29. Juni aktualisiert das und hat dann hier die Blitze vom 29. Juni. Und kann man auch Filmchen, glaube ich, draus machen. Ja, genau. Animation. So, das ist jetzt um 6 Uhr. Das ist um 0 Uhr. Also gehen wir mal um 18 Uhr. Das war um 18 Uhr. Jetzt hatte ich natürlich euch dann beim Juli das Verkehrte gesagt hier. Das waren nämlich die Blitze von 0 Uhr nur. Und dann macht man hier mal plus 6 Stunden rein. Da sieht man von 0 bis 6. Ja, von 0 bis 6 Uhr hat es da geblitzt. Von 6 bis 12 Uhr hat es hier geblitzt. Und von 12 Uhr bis, na komm schon her, von 12 Uhr bis 18 Uhr hat es hier geblitzt. Man sieht also die Gewitter, wie sie hier rausgewandert sind vorgestern. Und dann haben sie sich schließlich mehr oder weniger abends dann aufgelöst. Nur am 30. war es dann relativ ruhig. Ja, das ist also eine recht interessante Seite. Vielleicht am interessantesten sind halt hier die aktuellen Blitze immer. Und man kann das also weltweit machen. Man kann jetzt also hier rüber gehen und gucken, wo zum Beispiel in Amerika zurzeit die Gewitter aktiv sind. Und da geht es also richtig ab. Und das, man sieht ja auch, in Amerika sind noch die Radarechos eingeblendet, wo man sieht also, wo es regnet. So, man kann sich auch noch zusätzlich das Satellitenbild angucken. Na, das ist nicht das Satellitenbild, das ist ein experimentelles Sache. Wo ist das Satellitenbild? Hier ist das Satellitenbild. Nein. Wolken. Muss ich nochmal raus, noch weiter rauszoomen? Oder wie war das jetzt hier? Irgendwo waren doch noch Wolken dabei, Freunde. Dann haben sie das jetzt gerade umgeändert. Okay, dann machen wir mal die Wolken an hier. Da sieht man also, wo Wolken sind und wo es wahrscheinlich kräftig regnet. Das ist aber nur ein Experiment. Das ist also nicht das richtige Satellitenbild. Machen wir das mal wieder aus. Irritiert ja dann doch nur. So. Ja, und in Afrika gibt es zwar auch Blitze, aber da wird das nicht registriert, weil es nämlich dort keine
Blitzdetektoren gibt. Also Europa ist sehr gut belegt, Nordamerika ist sehr gut belegt, auch hier Australien und Neuseeland sind sehr gut belegt, deswegen kann man also auch hier über dem Wasser die Sachen sehen und alles andere ist eher sehr dünn belegt mit Empfangsstationen. Da kann man übrigens auch selber daran teilnehmen, wenn man möchte. Hier ist dann so eine Seite, da kriegt man dann so ein Teil, da muss man sich dann irgendwie einbauen oder wo auch immer hinbauen und dann kann man das dann wahrscheinlich an den Computer. So, ja, das war's im Prinzip von der Seite. Schaut mal rein, das ist die Seite lightningmaps.org. Ich wünsche euch viel Spaß damit, vor allen Dingen bei der nächsten Gewitterlage, die sicherlich irgendwann in diesem Sommer noch kommen wird. Es soll ja wieder 35 Grad geben, Anfang August. Tschüss und bye bye.